Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lede Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und wir müssen noch ein bisschen über die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Krippe, Kita oder Hort uns unterhalten. Denn wir kriegen ja mit, ihr habt da noch ganz viele Fragen, aber auch so manche Empörung musste uns gegenüber geäußert werden, so frei nach. Naja, wie stellt ihr euch das alles vor? Das ist doch total weltfremd. Morgens um 6.30 Uhr sind wir ganz alleine in der Einrichtung. Da ist niemand, der uns unseren Selbsttest gegebenenfalls unter Aufsicht abnehmen könnte und so weiter und so fort. Also zunächst einmal, wir sind nur Überbringer dessen, was in den jeweiligen Verordnungen so drinsteht und versuchen das Ganze so ein bisschen auf den Kita-Alltag runterzubrechen und manche Formulierungen zu übersetzen und eben auch, und darum soll es in diesem Video gehen, mit so mancher, Irrannahme, Falschvorstellungen, mit einer Falschvorstellung vielleicht auch aufzuräumen. Denn an einer Stelle scheint etwas ein bisschen missverstanden worden zu sein von manchen. Denn, Frau Kollegin? Denn es geht um die Frage, muss denn der Arbeitgeber tatsächlich überhaupt diese tägliche Testung anbieten oder nicht? Es gibt einige Bundesländer, da gibt es so ein oder zwei Pflichttests, die der Arbeitgeber anbieten muss, aber darüber hinaus dieses tägliche eben nicht. Und wenn man dann mal ins Infektionsschutzgesetz guckt, steht da eben, dass der in 28b, dass das Betreten dann erlaubt ist, um unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme einen Test Angebot des Arbeitgebers gegebenenfalls wahrzunehmen. Heißt aber, ein Angebot ist eine erstmal freiwillige Sache, keine Pflicht. Deswegen kann der Arbeitnehmer also nicht unbedingt darauf bestehen, dass man denn direkt das beim Arbeitgeber vor Ort macht. Also es könnte ein Träger eben auch sagen, Leute, das kriegen wir nicht hin, das will ich auch nicht in dieser vielleicht beengten Situation unserer Einrichtung und ich will auch nicht vor allem, je nachdem, wann immer Dienstbeginn ist, immer wieder neu irgendwelche Tests abnehmen, das schaffe ich alles nicht. Das bedeutet, nö, vielleicht, ja, bitte holt euch woanders zertifizierte Testnachweise, weil wir das intern nicht leisten können und auch nicht leisten müssen. Insbesondere, weil die Covid-19-Schutzmaßnahmen Ausnahmenverordnung, tollen Namen gibt's, auch vorsieht, dass im Rahmen einer betrieblichen Testung das durch Personen durchgeführt wird, die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Heißt also, auch wenn ich das Ganze nur kontrollieren muss, muss ich natürlich wissen, wie tief muss der Stab irgendwo rein und wie lange muss ich jetzt da warten auf das Ergebnis und so weiter und so fort. Ich muss also entsprechend fachkundig sein. Und wenn ich sage, mein Personal, das ist nicht die Aufgabe meines Personals, weil da sind andere Erzieher, andere Erzieherinnen oder ähnliches, dann ist das eben so. Auf der anderen Seite wieder, ihr merkt, es ist halt kompliziert. Rein willkürlich, ja, wird man das jetzt nicht von heute auf morgen einfach um 180 Grad auch aus Trägersicht drehen können. Also es muss schon der Träger Gründe haben, warum er nicht bereit ist, warum eine Leitung nicht bereit ist, kurz vor knapp Dienstbeginn eben sich die Testung irgendwie anzuschauen und die für gut zu befinden. Also da muss es schon eben, je nachdem wie die betrieblichen Belange sind, eben auch in eine Form von Ausgleich geben, weil sonst natürlich gerade im ländlichen Raum, woher schnell mal einen Test bekommen, ist nicht so einfach. Morgens um 6.30 Uhr kriegt man unbedingt einen am späten Nachmittag oder am Abend zuvor. Auch immer eine Frage. Ja, also da gibt es eben auch sehr viel, wie weit muss gegebenenfalls der Träger es dann doch ermöglichen. Aber nur, damit wir das nochmal festhalten, rein formal betrachtet, kann ein Träger auch sagen, nö, machen wir nicht, wollen wir nicht, geht so nicht. Darauf die Betonung, Komma, weil, Punkt, 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 Punkt. In dem Sinne, haltet durch. Bis dann. Ciao. Tschüss.